Hallo und herzlich willkommen zu meinem Videoblog Meine Wiki-Welt. Heute soll es um Faust gehen. Aber nicht die Faust, sondern Goethes Faust. Genauer gesagt soll es hierum gehen. Das sind die drei aktuell erhältlichen filmischen Inszenierungen von Goethes Drama. Nun, warum auch immer ihr euch mit Goethes Faust beschäftigt, ob freiwillig oder nicht, sicherlich ist eine filmische Inszenierung ein gutes Mittel, um einen Zugang zu Goethes Drama zu finden. Ich habe mir alle drei Inszenierungen angeschaut und möchte sie nun im Einzelnen für euch besprechen. Als erstes haben wir die mittlerweile als klassisch geltende Inszenierung von Gustav Gründgens aus dem Jahre 1960. Nun, diese Inszenierung wird ganz klar dominiert von Gründgens als Mephisto. Das war ja seine Paraderolle und er hat wirklich diese Figur wunderbar herausgearbeitet, gerade in ihrem Zwiespalt zwischen einerseits dem wirklich teuflisch-dämonischen, andererseits aber auch dem verführerisch-eloquenten. Die anderen Darsteller treten verglichen damit etwas in den Hintergrund. Es ist, wenn man so will, eine Art Gründgens-Show. Insgesamt ist die Inszenierung relativ textlastig. Das heißt für die visuelle Sprache, dass sie vergleichsweise nüchtern und spartanisch ist. Das heißt aber auch, dass das Sprechtempo relativ schnell ist, sodass die Inszenierung mit relativ wenigen Kürzungen auskommt, obwohl sie von allen drei Inszenierungen die kürzeste ist. Das hohe Sprechtempo hat allerdings auch einen Nachteil, denn dadurch kommt das emotionale Mitschwingen mit der Handlung etwas zu kurz. Das machen zum Teil die anderen Inszenierungen besser. Als zweites haben wir die Inszenierung von Dieter Dorn aus dem Jahre 1988. Von den drei Inszenierungen handelt es sich hierbei eindeutig um die modernste Inszenierung. Das heißt, hier wird am stärksten eine autonome Ästhetik aus den Mitteln des Theaters heraus entwickelt. Dieter Dorn operiert mit einer starken visuellen Sprache, die auch vor filmischen Effekten nicht Halt macht. Das gibt der Handlung einen gewissen frischen Schwung. Da ist viel Punk und auch viel Pop mit drin. Auf der anderen Seite werden so manche Aspekte der Handlung doch ein bisschen überdeckt. Vor allem wird Dieter Dorn meines Erachtens den metaphysischen Aspekten des Fauststoffes nicht wirklich gerecht. Das sieht man etwa daran, dass der Prolog im Himmel stark gekürzt ist oder aber an der Szene der Gretchentragödie, als Faust versucht, in der Natur ein bisschen zu sich zu kommen und eine Art Gebet spricht. Da wird dann bei Dieter Dorn ein besoffenes Lallen draus. Anders als ironisch scheint sich Dieter Dorn dem Thema Spiritualität nicht nähern zu können. Positiv hervorzuheben ist noch die homogene und, wie ich finde, sehr gute schauspielerische Besetzung. Keine Rolle drängt sich zu sehr in den Vordergrund, keine Rolle fällt zu sehr ab. Als drittes haben wir die Inszenierung von Peter Stein aus dem Jahr 2000. Nun, diese Inszenierung ist in der Tat etwas Besonderes. Sie enthält als einzige beide Teile von Faust. Und da kommt man dann insgesamt schon mal auf etwa 13 Stunden Spielzeit, was unter anderem auch daran liegt, dass hier tatsächlich Faust ungekürzt aufgeführt wird. Nun, wenn ein Regisseur so etwas macht, heißt das im Grunde genommen schon, dass er relativ wenig eigenständige Interpretation in das Werk hineinlegen will. Und das ist auch dem Peter Stein vorgeworfen worden von der Kritik. Das kann man durchaus nachvollziehen, wenn man das etwa mit der Inszenierung von Dieter Dorn vergleicht. Es ist eine vergleichsweise vorsichtige und auch deutlich konservativere Inszenierung als die von Dieter Dorn. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, wenn zum ersten Mal der gesamte Faust mit Teil 1 und Teil 2 verfilmt wird, dann halte ich es durchaus für richtig, nicht allzu sehr in den Text einzugreifen. Der große Vorteil von der Peter Stein-Inszenierung ist, dass man sie gewissermaßen als eine verfilmte Referenz gebrauchen kann. Das heißt, man kann wirklich in der Verfilmung selber nachschauen und findet den gesamten Originaltext dort wieder. Trotzdem hat auch die Peter Steinische Inszenierung einige Schwächen. Zum einen merkt man deutlich, dass es sich nicht um ein eingespieltes Ensemble handelt, sondern dass dieses Ensemble extra für den Anlass dieser Inszenierung zusammengestellt wurde. Das heißt, der schauspielerischen Darstellung mangelt es ein bisschen an Homogenität und auch ein bisschen an Charakter.
Auch die Steinsche Inszenierung hat ihre Probleme mit den metaphysischen Aspekten, wobei das sehr von den Darstellern abhängt. Der Darsteller des alten Faustes, Bruno Ganz, macht hier eine vergleichsweise gute Figur. Dagegen fallen die Darsteller des jungen Faust und des Gretchens deutlich ab. Das sieht man etwa an der berühmten Szene mit der Gretchenfrage. Dort schafft es die Darstellerin des Gretchens überhaupt nicht, ein junges, frommes Mädchen zu spielen, das von einem weltgewandten und überlegenen Faust verführt wird und die in sich diesen Konflikt zwischen Moral und Verliebtheit austrägt. Sondern die Szene wirkt für mich sehr läppisch, fast lächerlich. Dazu passt allerdings wiederum recht gut, dass die Darstellerin des Gretchens in der Schlussszene, also in der Kerkerszene, doch ihre stärkste Vorstellung liefert. Wenn man noch einmal die drei Inszenierungen miteinander vergleicht, so kann man Folgendes feststellen. Für den Einstieg sind vor allem die beiden Inszenierungen von Dorn und Gründgens geeignet. Gründgens bedient eher den konservativen Geschmack, Dorn eher den modernen Geschmack. Wer hingegen tiefer in den Text einsteigen will, für den empfiehlt sich auch die Inszenierung von Peter Stein. Sie ist relativ langatmig, man braucht durchaus Geduld beim Anschauen. Dafür kann man wirklich jeden Aspekt des goethischen Dramas nachschauen. So viel für heute zu den Inszenierungen von Goethes Faust. Ihr merkt schon, ich bin ein großer Fan von dem Drama, denn es steckt dort so vieles drin. Es ist sehr vieles allgemein Menschliches, wunderbar idealtypisch formuliert worden und man kann dort wirklich sehr viel draus ziehen. Es ist nun mal, bleibt nun mal das größte Werk des größten deutschen Dichters. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!